Hallo, mein Name ist Ralf und ich bin vom Marketingteam von Nightpearl Sport Optics. Ich möchte euch heute ein neues Wärmebild-Zielfernrohr von Nightpearl vorstellen, und zwar das Harpia. Bei diesem Modell handelt es sich um ein Harpia 50 Max. Das bedeutet, es kommt mit einem 640x512 Pixel Sensor und einem 12 Micron Pitch. Das Objektiv hat eine Größe von 50 mm und lässt sich mit dem Objektivring hier vorne leicht und problemlos fokussieren. Mit dem Turm auf der Oberseite könnt ihr das Gerät praktisch blind einschalten oder es in den Ruhezustand versetzen, um Energie zu sparen. Das Wiedereinschalten aus dem Standby-Modus erfolgt dann sofort und ohne jegliche Verzögerung. Das Zielfernrohr lässt sich problemlos mit jeder handelsüblichen 30er Ringmontage montieren. Im Inneren des Mittelrohrs befinden sich zwei eingebaute Batterien, die das Gerät bis zu 7 Stunden in Betrieb halten. Und wenn das einmal nicht reicht, gibt es noch ein Batteriefach für einen 18500er Akku oder mit einem Extender sogar 18650er. Das verlängert die Betriebszeit dann auf bis zu 12 Stunden. Sind die Akkus dann doch einmal leer, kein Problem, dank unseres Schnellladesystems sind sie in nur 3 Stunden wieder betriebsbereit. Und wenn ihr wisst, wie man bei einem normalen Zielfernrohr zoomt, dann werdet ihr euch mit dem Zoomring des Harpia wie zu Hause fühlen. Mit diesem Ring nämlich wird nicht nur gezoomt, sondern auch im Menü navigiert. Harpia bietet ebenfalls die Möglichkeit, Videos aufzunehmen, durch das eingebaute Mikrofon selbstverständlich mit Ton. All das finde ich in einem wunderbaren Design, das dem Erbe traditioneller Jagdausrüstung in jedem Fall gerecht wird. Selbstverständlich muss ich an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass bezüglich der Einfuhr, des Besitzes oder dem Einsatz von Wärmebild-Zielfernrohren die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben zu beachten sind. Wenn wir aber nun euer Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns sehr auf euren Besuch auf einer der kommenden Jagdmessen. Bis dahin, bleibt man's heil.